Eine neue Droge ist in unserer Stadt im Umlauf. Diese Droge lässt Menschen glauben, sie seien Fledermäuse und sie kleiden sich auch wie Fledermäuse. Die Fledermäuse vermehren sich rasant. Angebliche Skygirls erschießen jeden Betroffenen. Es werden immer mehr Fledermaus-Männer einfach niedergeschossen. Ich fühle mich klein und machtlos. Sie haben doch einen siebten Sinn für das Böse. Holte, ich bin nicht im Vor. Mir gefallen diese lebendigen Spiele. Ich möchte noch mehr davon. Du hast recht. So kann man es eigentlich machen. Hey Jungs, alles in Ordnung? Ich bin's. Und mich auch nicht selber. Na, verschwind doch endlich. Jetzt mal bringst du durcheinander in mein Leben, Mimi. Deshalb bin ich gekommen, um dein Unterbewusstsein aufzuwecken, das sich mit deinem Bewusstsein verbindet. So lebst du auch noch bewusster und vielleicht auch ein bisschen schöner. Herauf mit deinem Scheiß! Sag mal lieber, was du willst. Cool, Baby! Und beruhig dich, du Schöne! Und hör mir jetzt gut zu. Jetzt wird bald der blöde, dumme Dealer Ginny kommen. Der glaubt nämlich, du hast ihm die Ware gestohlen. Das Einzige, was du machen musst, ist mit ihm den Deal einzugehen, um mich zu killen. Du musst nichts anderes tun. Verschwind! Zum Wohl. Wer ist da? Hast du mich bestochen? Wir haben nicht deine Drogen. Wir haben so einiges gehört. Bist du, die mich ruinieren möchte? Das ist meine Stadt. Ich mache meine Geschäfte hier, wann und wie ich möchte. Beruhige dich und lass uns jetzt in Ruhe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Heraus mit der Sprache, du blödes Weib. Hast du gehört? Man sagt, dass Joe wieder in der Stadt ist. Was? Joe ist noch am Leben? Dieser Schuft. Ich möchte, dass du ihn beseitigst. Ist das klar? Und? Was erhalte ich als Gegenleistung? Möchtest du mit mir verhandeln? Lasse euch den Weg frei und du erhaltest die Summe von 40.000. Noch etwas. Wir haben deine Freundin. Hier.
Das ist die Adresse, wo deine Freundin gefangen gehalten wird. Woher weißt du das? Bist du ein Hellseher? Sag zu Melissa, sie soll unsere Freundin befreien. Das mache ich sofort. Giammazzo. Ich habe euch hierher gerufen, um euch zu informieren, dass Shiva und ihre Begleiterin in ihrer Wohnung eliminiert wurden. Shiva! Das ist nicht wahr. War das Batman? Ich, Shakti, werde nun die Führung übernehmen, werde euer Leader sein. Jayanti, die Siegreiche, steht zur Seite, auf meiner linken Seite. Lila, Göttin des Spieles, zu meiner rechten. Batman hat eine Droge verbreitet. Er will alle unsere starken Männer in schwachen Fledermausmänner verwandeln und zu lassen. Dadurch wird uns diese Existenz gefährdet. Deshalb ist euer Auftrag, alle Fledermausmänner zu erschießen, Batman zu eliminieren und vor allem herauszufinden, was dieser mysteriöse Ghost im Schilde führt. Das klingt, oder? Seid nicht schwach beim Anblick dieser Fledermausmänner. Mögen wir kraftvoll bleiben. Gesegnet sei unser Spiel auf diesem Planeten. Wir sind die Kraft. Wir sind die Kraft. Ich bin Lila, das Spiel Gottes. Lila, das Spiel Gottes. Ja. Ich liebe Spiele. Ich fühle mich zu dir hingezogen. Was verbirgt sich hinter deiner Maske? Da ist etwas Liebevolles. Wer bist du und woher kommst du? Frag mich bitte nicht, was ich dir nicht beantworten kann. Ich bin hier und genieße dein Sein, weil nur das Hier und Jetzt zählt. Und versuche nicht herauszubekommen, wer oder was ich bin. Ich weiß es selber nicht. Ich liebe es, Menschenspiele zu beobachten. Und ich genieße dein liebevolles Wesen. Und jetzt weiß ich sowieso nicht, wer, was oder wo ich bin. Na, zur falschen Zeit am falschen Ort?
Ich werde deine Leiche so herrichten, dass sie denken, dass es Batman war. Denn sie vertrauen mir. Wo bin ich? Ich hasse meine Köke. Du hast meinen Bruder umgebracht. Nein, das ist nicht wahr. Weiß nicht, der deinen Bruder umgebracht hat. Vielleicht Sky. Wenn du mir hilfst, dann könnten wir das gemeinsam herausfinden. Okay. Meine Liebe. Ich liebe dich, Anna. Komm, die Großfamilie wartet schon. Warte, ich muss nur kurz ins Bad. Schatz, stell dir vor, wer alles am Fest teilnimmt. Mama, Papa, Opa und Oma, sogar mein Cousin Simon und seine Freundin Maria kommen. Ich freue mich schon, dich ihnen vorzustellen. Ich freue mich schon. Komm, gehen wir. Ja, das ist wohl mein Urgroßvater. Bleib cool. Was willst du von mir? Du bist nicht Batman. Das ist dein Schicksal. Ah! Ah!
Wieso erschießt du die Batman? Weil Sky mich beauftragt hat, alle Batmans umzubringen. Du hast doch gesagt. Sam, ah, die. Und so ist alles passiert. Jetzt verstehe ich. Ich bin der stärkste aller Fledermäuse. Warum hast du das getan? So, nun haben wir das Problem. Seit 2 Tagen ist unser Chef nicht mehr auffindbar. Und was sollen wir nur tun? Na, nur ganz ruhig, Leute. Kein Problem, alles in Ordnung. Ich bin nicht euer Feind. Euer Problem ist, dass euer Fledermausfreund unauffindbar ist. Genau das ist, was uns Sorgen bereitet. Und Sky lässt alle, die sich als Fledermaus verkleiden, von ihren Girls eliminieren. Vielleicht ist euer Fledermausboss bereits tot. Das glaube ich nicht. Ich schlage euch vor, euch mir anzuschließen. Was? Wer bist du? Glaubt mir, es ist viel besser, als durch Sky und ihre Girls draufzugehen. Ihr wisst, in welchem Auftrag ich komme. Wenn ihr noch atmen möchtet, dann kommt zu uns. Na, da haben wir nun den Retter der Welt. Mit deiner Droge verwandelst du unsere starken Männer zu schwachen Fledermäusen und veränderst die DNA. Willst du unsere Existenz eliminieren? Unsere Spezies? Sei gegrüßt, Shakti. Warum zeigst du diese Wut? Hier gibt es ein kleines Missverständnis. Die Männer können durch diese Droge gut gegen die Gewalt kämpfen. Missverständnis? Unglaublich! Und du verwendest Gewalt, um Gewalt zu bekämpfen? Shakti, spiel nicht die Heilige, die Souveräne. Ihr Skygirls verwendet genauso die Gewalt. All diese Gewalt, um Gutes zu tun. Ich wollte sie nicht dumm klingen. Mir geht so langsam die Geduld aus. Zeige dein Gesicht. Bist du für oder gegen uns? Ich bin weder für noch gegen euch. Ich bin einfach. Und ich kann mich nur wiederholen. Ich kann mich nur wiederholen. Ich liebe es, euch zu beobachten, aber verlange bitte nicht von mir, dass ich eine Position einnehme. Ich kann das nicht. Shakti, wohin gehst du?
schönes Haar. Dankeschön. Du kitzelst mich ja. Das steht dir aber so gut. Das wird halt ein ganz ein besonderer Abend. Was tun Sie denn Schönes? Seid ihr eigentlich immer so kindisch, ihr Sky Girls? Und ihr, was habt ihr Besseres zu tun, als im Handy mit den Fledermäusen abzuschießen? Ach, übrigens, wie habt ihr die gestern der Schlacht überlebt? Ganz einfach, wir hatten Schusswesten an. Wir sind eben nicht von gestern. Gust, deine Maske, sie ist so unerträglich für mich. Spüre die Macht der Liebe. Sie kann deine Maske entfernen. Ich kann es nicht. Es liegt ein Fluch über mir. Wenn ich die Maske abnehme, dann sterbe ich. Sie liegt so fest wie ein Nagel auf einem Brett. Manchmal bin ich ganz verzweifelt. Habe ich versucht, sie abzunehmen, aber... Stopp jetzt! Du musst darauf vertrauen. Das ist deine Chance. Ergreife die Chance, um die Macht der Liebe zu nutzen. Sie ist größer als jeder Fluch. Versuche es. Es wird dir nichts passieren. Ja, doch. Ich spüre sie, die Macht der Liebe. Siehst du? Nichts ist passiert. Das ist die Macht, von der ich spreche. Die Macht der Liebe, sie ist größer als alles. Nina. Jetzt haben wir endlich unseren Weg gefunden. Aber ich hoffe, dass der Fledermausmann auch seinen Frieden findet.